Dann begrüße ich euch recht herzlich zur zweiten Folge unseres Let's Plays begleitend zur Tour de France 2020. Wir gehen jetzt rein in den Screen zur zweiten Etappe. Wie gesagt, oder wie in der ersten Folge schon angekündigt, auch die wird noch vorproduziert sein, in Nizza gestartet. Und dann geht es direkt sehr, sehr bergig zur Sache. Aber wir kommen wieder in Nizza an der Küste an. Selbes Etappenziel, diesmal aus der anderen Richtung angefahren, aber mit drei Kategorie 1 Bergen, einem Kategorie 2 Berg zum Abschluss. Also da geht es schon mal richtig zur Sache. Da werden auf jeden Fall die Fahrer für die Gesamtwertung schon mal richtig auf die Probe gestellt. Ja, und wie schon in der ersten Folge angedeutet, wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie gut ist Emanuel Buchmann in Form. Und vor allem werdet ihr jetzt schon, da diese Folge hochgeladen ist und ihr sie euch anguckt, wahrscheinlich schon wissen, wie gut Emanuel Buchmann in Form ist. Konnte er das Tempo mitgehen oder eben nicht? Wobei ich jetzt sage, also über diese drei Kategorie 1 Berge und den Kategorie 2 Berg sollte er eigentlich auf jeden Fall noch drüber kommen, wenn alles normal läuft. Wir springen jetzt rein in diese Etappe. Ich würde vorschlagen, dass ich tatsächlich jetzt sogar mal einen unserer Fahrer in eine Ausreißergruppe schicke. Und zwar einen unserer ganz jungen und wilden Fahrer. Und einen, der erst kürzlich seine erste Etappe auf einer World Tour gewonnen hat, Lennart Kemner, werde ich schauen, dass der in der Ausreißergruppe kommt. Dann kann der auch so ein bisschen um die Bergpunkte mitsprinten, eventuell sich schon mal in Position bringen, eventuell um das gepunktete Trikot bei dieser Rundfahrt mitzufahren. Und wenn ich ja jetzt schon getippt habe, letzte Folge, wer da so, beziehungsweise überlegt habe, haben wir überlegt, wer da so in Gelb fahren könnte, die Chance von Emanuel Buchmann sind, da ist natürlich auch immer eine spannende Frage, wer holt sich das gepunktete und wer das grüne Trikot? Das grüne Trikot, bin ich wirklich gespannt, bei Peter Sagan setzt ja jetzt so langsam die Götterdämmerung ein, also scheint noch nicht so stark in Form zu sein und hat jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich bin wirklich gespannt, ob Peter Sagan nochmal das grüne Trikot gewinnen wird können. In den letzten Jahren hatte er wirklich ein Abonnement da drauf, weil er halt einfach in der Lage war, auch mal bei anspruchsvolleren Etappen oder bei hügeligeren Etappen noch am Ende mit dabei zu sein. Bei so reinen Sprintankünften war er ja noch nie der allerstärkste, beziehungsweise war er nur in seinen allerbesten Jahren der allerstärkste. Ansonsten gab es da dann immer die ganz großen Sprint-Spezialisten, die dann noch besser waren. André Greipel ist in die Ausreißergruppe gegangen. Auch spannend. Auf jeden Fall ist das ein Himmelfahrtskommando, lieber André. Aber der geht wahrscheinlich in die Ausreißergruppe, um den Zwischensprint zu gewinnen. Wir kooperieren mal mit Gegnern und schauen, ob das schon reicht, dass man uns fahren lässt. Ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Wobei, jetzt sind wir wieder im Hauptfeld drinne. Ah, Mist, da vorne sind jetzt zwei andere weggefahren. So, kommen wir da jetzt nochmal vorne ran. Ich fürchte, das wird schwierig. Haben wir es so ein bisschen verpasst. Wobei das Hauptfeld schon noch hinterher sprintet. So scheint es. So, da ist jetzt wahrscheinlich wieder André Greipel. Ne, diesmal ist Hermanns und Albasini. Wir kooperieren mal mit denen und gucken, ob das reicht. Hermanns ist jetzt weg. Und jetzt sind wir mit den Ausreißern zusammen. Aber die werden nicht fahren gelassen. Und da geht der nächste Angriff. Und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen von der schönen Idee verabschieden, dass wir hier mit Lennart Kemner in die Ausreißergruppe kommen. Fährt uns Albasini nochmal ran? Nee. Und jetzt ist Lennart Kemner auch langsam wirklich ausgepumpt. Und dann war es das leider mit dem Versuch, in die Ausreißergruppe zu kommen. Können wir vielleicht noch Patrick Konrad in die Ausreißergruppe schicken? Setzt du mal einen Angriff? Vielleicht funktioniert das noch. Ja. Aber werden die jetzt fahren gelassen? Das ist jetzt die spannende Frage. Das sieht gut aus. Jetzt hat sich eine Gruppe gebildet und Patrick Konrad ist tatsächlich da drinne. Gut. Dann können wir ja jetzt gucken, Patrick Konrad war ja auch halbwegs ordentlich in den Bergen unterwegs, der Österreicher. Und dann gucken wir mal, wie sich das Rennen weiterentwickelt. Und gehen jetzt gleich in diesen Kategorie 1 Anstieg rein. Langer, langer Anstieg. Wir werden auch gleich den Namen erfahren. Ihr werdet gleich hören, wie man ihn definitiv nicht ausspricht. Wir können jetzt eigentlich auch mal... Oh, jetzt wurde die Ausreißergruppe wieder geschluckt. Na gut. Also ich habe es wirklich versucht, in die Ausreißergruppe zu kommen, aber es scheint nicht so wirklich möglich. Das Hauptfeld hat keinen Bock auf eine Ausreißergruppe. Jetzt gibt es erstmal den Zwischensprit. Oh, da hätten wir eigentlich auf Ackermann wechseln sollen. Eieieiei.
Verzeiht mir, es ist spät am Abend. Und da bin ich vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam, wie ich es sein sollte. Wir tragen hier tatsächlich übergangsweise das grüne Trikot für Nasser Bohani, der das gelbe Trikot trägt, es aber heute definitiv verlieren wird. Kommen wir hier überhaupt nochmal nach vorne gesprintet? Ich fürchte, nee, das können wir knicken. Die Punkte holen wir uns nicht mehr, beziehungsweise ja, wir holen uns noch 2 Punkte als 13. Naja, das war jetzt nicht das Gelbste vom Ei. Ich weiß nicht, warum Pascal Ackermann da vorne jetzt noch so weit vorne noch fährt. Wir können jetzt mal nur Anführerschützen machen und weiter vorspulen. So. Nachdem wir ja gestern in der Folge schon ein bisschen darüber gequatscht haben, was kann für Emanuel Buchmann gehen, beziehungsweise ich habe ja gesagt, dass ich gespannt bin, ob er sich erholt hat, aber ich habe noch keinen Platzierungstipp abgegeben eigentlich. Eigentlich unverschämt von mir, die ganze Zeit euch zu fragen, was ihr euch da vorstellt. Ich sage, ich bin jetzt mal ganz optimistisch, ich sage, er wird Zweiter. Zweiter der Tour de France, das wäre ein richtig geiles Ergebnis für Emanuel Buchmann. Und heute hatte ich mir so ein bisschen als Thema rausgepickt, auf welche Deutschen lohnt es sich denn vielleicht sonst noch so zu gucken bei der Tour de France? Wer kann vielleicht sonst noch für einen Etappensieg oder für ein cooles Ergebnis sorgen? Und da Pascal Ackermann ja leider nicht dabei ist und wir tatsächlich zum ersten Mal seit Jahren kein so richtig heißes Eisen beim Sprint im Feuer haben, wobei kann natürlich auch sein, dass Nikias Arndt beim Team Sunweb jetzt bei der ersten Etappe schon absolut explodiert ist und den Etappensieg rausgefahren hat und mich jetzt hier wie den letzten Deppen dastehen lässt, weil ich sage, wir haben kein heißes Eisen im Feuer, was den Sprint angeht. Aber so ich es jetzt sehe und seht es mir nach, ich bin natürlich auch nur Tour de France-Gucker und kenne mich außerhalb davon nicht so sehr mit Radsport aus, würde ich sagen, es ist das erste Mal, dass wir jetzt keinen absoluten Topstar im Massensprint bei der Tour de France dabei haben, aus deutscher Sicht. Aber dafür haben wir jetzt deutlich mehr Fahrer, die auch mal in den Bergen länger mit dabei sein können. Und da ist natürlich Lennart Kemner einer der Kandidaten dafür. Ah, wir sollten unser blaues Gel definitiv noch aufsparen eigentlich. Aber ich fürchte, Kemner muss es jetzt gleich nehmen. Ah, jetzt wird es nochmal ein bisschen flacher. Na gut. Lennart Kemner ist da jemand, da ist immer so ein bisschen die Frage, also wenn man den in Ausreißergruppen ziehen lässt, der hat ja schon gezeigt, dann kann er gute Ergebnisse einfahren, dann kann er auch mal einen Etappensieg holen. Das traue ich ihm definitiv zu. Aber ich denke, klar ist auch, dass Helferdienste für Emanuel Buchmann ganz klar im Vordergrund stehen bei Lennart Kemner. Wir können ja auch gerade mal auf ihn wechseln. Wenn wir jetzt gerade über ihn reden, über diesen jungen, starken Fahrer für den Berg. Da bin ich wirklich gespannt, ob Bora auch an ein, zwei Tagen sagt, hier, jetzt fährst du mal auf eigene Rechnung. Oder ob er eben fast durchgehend für Emanuel Buchmann Helferdienste leisten muss. Egal in welcher Rolle, ich denke, er wird eine sehr, sehr starke Tour fahren. Da bin ich wirklich überzeugt von, da glaube ich fest dran. Und der andere Deutsche, dem ich noch einen Etappensieg zutraue, das ist definitiv Simon Geschke, der ja schon mal eine Etappe gewonnen hat bei der Tour de France, war sogar eine bergige Etappe. Also klar, am Berg, wenn der jetzt einfach 10 Kilometer bergauf fährt, da wird auch in der Ausreißergruppe immer jemand dabei sein, der etwas stärker ist als Simon Geschke. Aber der kann halt auch wirklich mal die entscheidenden Attacken setzen, hat einen ganz guten Punch, würde ich sagen. Über Hügel kommt er auch sehr gut drüber. Und ja, so eine mittelschwere Bergetappe. Da kann er dann vielleicht mal in die Ausreißergruppe gehen und tatsächlich auch mal einen Sieg holen. Das halte ich durchaus für möglich, während wir hier jetzt die Abfahrt gleich vollendet haben. Und dann geht es gleich wieder lange und steil bergauf. Ich würde sagen, da wechseln wir jetzt auch mal auf Emanuel Buchmann dann, weil wir tatsächlich eventuell so ein bisschen aufpassen müssen, ob da schon was Relevantes passiert in diesem Rennen. Aber ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir Simon Geschke nochmal in der Ausreißergruppe sehen. Nils Pollitt werden wir sicherlich auch in Ausreißergruppen sehen. Wobei ich da so ein bisschen das Problem sehe, dass der halt bei den Ausreißergruppen, bei Flachetappen, da wird das Hauptfeld die Ausreißergruppe zufahren. Und bei den Bergetappen, da muss man einfach sagen, da hat er so dieses klassische Schicksal. Ich habe das irgendwie jetzt schon ein paar Mal bei Nils Pollitt gesehen. Da geht er bei irgendwelchen schweren Bergetappen in die Ausreißergruppe. Und dann wird halt irgendwann, weil er jetzt nicht der reine Bergfahrer ist, halt rausfallen. Das ist jemand für die Frühjahrsklassiker, Kopfsteinpflaster. Der kann im Flachen extrem lange Tempo bolzen.
ist ein ganz, ganz starker Fahrer, aber wenn es halt eben in die steilen Anstiege geht, dann sind da andere Fahrer deutlich schneller als er. Und da fällt dann meistens auch aus den Ausreißergruppen raus. Und dementsprechend, ja, sehe ich nicht so richtig, wie der dann eine Etappe gewinnen wird. Aber gut, kann natürlich immer sein, vielleicht auch mal so eine hügeligen Etappe oder nach einer schweren Bergetappe, wenn die Sprinter-Teams zu angenockt sind, um die Ausreißer wieder einzufangen oder sowas, dann geht vielleicht was. Ja, das sind so die drei Fahrer, beziehungsweise zwei von den drei Fahrern, wo ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass wir die in der Ausreißergruppe sehen. Und ja, klar ist aber auch, es gibt bestimmt auch alleine schon bei euch, bei den Abonnenten, Leute, die noch mehr Ahnung vom Radsport haben und vielleicht noch einen besseren Blick auf die deutschen Talente und die deutschen Fahrer haben. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, welche Fahrer seht ihr oder welche Fahrer würdet ihr aus deutscher Sicht noch im Auge behalten? Wo lohnt es sich, drauf zu achten, was die so machen? Und wo lohnt es sich, wenn man dann vielleicht irgendwie mal sieht, ah, die sind in der Ausreißergruppe, ganz genau hinzuschauen und bis zum Schluss dabei zu bleiben? Vielleicht nennt ihr da sogar noch einen Namen, den ich noch nicht kenne. Wir fahren den Col de Tyrrhénie hoch mit Emanuel Buchmann. Wir gucken aufs Bergprofil. Ziemlich gleichmäßiger Berg, am Anfang noch ein bisschen flacher. Aber dann wird es Stück für Stück steiler und dann hinten raus sogar fast oder mehrheitlich rote Segmente. Rot ja dann wahrscheinlich, ja, so 8-9%, vielleicht auch mal 10%. Das tut dann richtig weh, auch einem Emanuel Buchmann. Weil man ja sagen muss, ja gut, Pascal Ackermann fällt jetzt zurück, dem hätte ich auch mal sein blaues Gel geben können, aber ich denke, das ist nicht so wahnsinnig relevant. Mal gucken, ob Peter Sagan über diese Berge mit drüber kommt. Also wenn er hier jetzt noch mit drüber kommt, und wir sind ja jetzt schon über die Hälfte, dann werde ich auf jeden Fall mit dem sprinten. Ansonsten mit Gregor Mühlberger, denke ich mal. Und Schachmann kann jetzt auch sein blaues Gel nehmen und eigentlich auch Emanuel Buchmann, dem können wir das aber händisch geben. Weil wir direkt nach dem Gipfel die Auffüllstation dann haben. So, wie viel Vorsprung haben die Ausreißer noch? Gar nicht mehr so viel tatsächlich. 52 Sekunden noch. Ich habe mich so ein bisschen irritieren lassen von der Anzeige oben, dass die ja fast 6 Minuten Vorsprung aufs gelbe Trikot haben. Das gelbe Trikot war ja auf den Schultern von Nasser Bouhanni. Und dass der jetzt kräftigen Rückstand hat und nicht mehr im Hauptfeld vorhanden ist, das ist ja ganz klar. Ist ja ein Sprinter. Und ja, allzu traurig bin ich darum auch nicht. Bin ein bisschen sauer auf ihn, dass er da den Pascal Ackermann hier bei unserer virtuellen Tour de France in der ersten Etappe den Sprintsieg weggeschnappt hat. So knapp. Mal gucken, ob wir die Ausreißer noch vor dem Gipfel gestellt bekommen. Ich glaube sogar, dass das möglich ist. Wobei jetzt das Tempo wieder komplett raus ist. Komplett rausgenommen wurde. Können eigentlich wir mal Tempo fahren? Komm, verdingen wir uns mal in der Tempoarbeit. Komm. Maximilian Schachmann kann mal nach vorne fahren. Und dann lassen wir das Hauptfeld hier mal so ein bisschen leiden. So, komm, fahr nach vorne, Schachmann. Weil hier ist das Tempo gerade komplett raus und ich hätte nichts dagegen, die Ausreißer wieder einzufangen. Vor diesem letzten Anstieg. So, dann Schachmann, beschützt du jetzt mal Emanuel Buchmann. Und dann fährst du jetzt mal hier für mich ein bisschen Tempo hoch. Komm, wir gehen in Temposteuerung rein. Zack. Und dann fährt Schachmann vor unserer Nase den Berg hoch. Ich denke, das ist auch etwas, was wir bei der Tour de France sehen werden. Schachmann definitiv einer der Edelhelfer für Emanuel Buchmann. Und der fährt uns jetzt hier wieder ein bisschen mehr ran an die Ausreißer. Also eine Minute ist es nach wie vor knapp. Jetzt haben wir zumindest die ersten zwei Ausreißer mal eingeholt. Galopin und Boasson Hagen. Na gut. Sind jetzt auch nicht die allergrößten Bergspezialisten. Und da hinten sehen wir schon die nächsten beiden Ausreißer. Und die letzten beiden Verbliebenen. Und Schachmann fährt uns hier wirklich. Moment, was passiert hier eigentlich? Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass uns das Hauptfeld so komplett fahren lässt. Wundert mich ein bisschen. Naja gut, ich meine, solange Schachmann uns hier jetzt weiter eskortiert, soll mir das recht sein. Ich meine, auf der Abfahrt werden die uns wahrscheinlich eh wieder zufahren. Aber mich wundert das doch sehr, dass die hier den Emu Buchmann so sehr fahren lassen, aus dem Hauptfeld heraus, dass sie dann nicht nervös werden. Ich meine, klar, es sind noch über 85 Kilometer. Aber trotzdem, das muss man doch nicht riskieren. So, Schachmann ist platt.
Dann gehen wir jetzt mal raus. Springen schnell nach vorne zu den restlichen Ausreißern, um uns da in den Windschatten zu hängen. Weil dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir uns die Bergpunkte versuchen zu sichern. Auch wenn das jetzt nicht ganz das realistischste Szenario ist. Einfach weil Emu Buchmann jetzt wahrscheinlich nicht auf die Bergpunkte gehen wird. Aber das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir spielen auf einem hohen Schwierigkeitsgrad. Und klar, ich habe Emanuel Buchmann die Werte ein bisschen verbessert. Das habe ich in der letzten Folge erklärt. Aber es bleibt trotzdem der Fakt, dass andere Fahrer ein bisschen besser sind. Und ich möchte natürlich mit Emanuel Buchmann auch versuchen, die Tour de France zu gewinnen. Und da ist so ein Regenerationsbonus, den man dadurch bekommt, dass man ein Bergtrikot inne hat, gar nicht so verkehrt. Weil wenn man ein Trikot erobert und es dann auch regelmäßig verteidigt, dann bekommt man einen, ich glaube, plus 2 Regenerationsbonus. Und das sehe ich sehr, sehr gerne auf unseren Schultern, beziehungsweise sehe diesen Regenerationsbonus sehr gerne. Der kann uns dann eventuell im späteren Rennverlauf noch einen Vorteil verleihen. Und dann sind wir jetzt hier über den Berg erstmal drüber. In der Ausreißergruppe ist auch komplett das Tempo raus. Ich glaube, die haben auch mehr oder minder aufgegeben. Da hinten kommt jetzt auch das Hauptfeld herangefahren. Aber gut, ich meine, so umsonst war das ja jetzt trotzdem nicht, es war ja nicht mal ein Ausreißversuch. Wir haben es ja nicht versucht auszureißen. Es ist einfach passiert. Dadurch, dass wir einfach Tempo gefahren sind, es war jetzt trotzdem nicht gänzlich für die Hunde, da wir den Bergsprint gewonnen haben und ich glaube mehr Energie ausgegeben als die restlichen Fahrer im Feld haben wir ja auch nicht, weil Schachmann uns ja die Mehrheit des Anstieges beschützt hat. Und jetzt gondeln wir hier runter. Das Hauptfeld macht auch wirklich überhaupt kein Tempo. Mal gucken, ob Vincenzo Nibali hier eventuell was initiiert. Manuel Buchmann ist ja jetzt kein ausgewiesener Abfahrer, aber ja, sollten wir hier uns jetzt vom Feld ein bisschen absetzen, nehme ich das natürlich mit, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Schauen wir mal, ja. Also, dahinter ist das Hauptfeld nach wie vor da. Und jetzt kommt Ede nochmal mit einem Angriff. Und hier im Hauptfeld, das ist ja wirklich ganz konfus hier. Die fahren überhaupt kein Tempo. Gar keine Power mehr in den Beinen. Haben wir die so sehr platt gefahren. Würde mich wundern. Na gut, es ist noch früh in der Tour de France. Da möchte man sich vielleicht auch nicht zu unnötig, zu sehr verausgaben. Jetzt geht es ja nochmal ein bisschen bergab. Wir werden uns wahrscheinlich komplett erholen. Hui, das war, da sind wir einmal auf den Schotter drauf gefahren. Und ich denke, ich werde jetzt auch einfach vorspulen. In der Abfahrt wird nichts Spannendes passieren. Der eine Ausreißer wird wahrscheinlich auch wieder zugefahren werden. Und Peter Sagan wird wahrscheinlich nicht mehr drankommen. Wir können gucken, ob es funktioniert. Wir sagen, ist ja ein guter Abfahrer. Und es ist eine lange Abfahrt. Aber nee, das wird nichts. Da kommt er nicht mehr ran, leider. Schade, sonst wäre das im Schlusssprint eine Waffe gewesen. Kemner schützt Buchmann. Okay, gut, das passt soweit. Dann geht es jetzt im Grunde genommen auf das Etappenfinish zu. Ich werde einfach wahrscheinlich, Emanuel Buchmann steuern. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht riskieren möchte, dass da irgendwelche Lücken reißen, während ich einen anderen Fahrer steuere. Auch wenn ich mit Emanuel Buchmann sicherlich von meinen Fahrern die geringsten Chancen habe, im Sprint ein gutes Ergebnis rauszufahren. Aber es geht mir einfach nur darum, dass ich mir jetzt hier nicht irgendeinen Rückstand einhandle, weil die ganzen Favoriten dann am letzten Berg nochmal angreifen oder in der Abfahrt zum Ziel nochmal angreifen und ich Emanuel Buchmann nicht steuere und er nicht hinterhergeht. Deswegen werde ich da schon aufpassen. Das passiert nämlich gerne mal auf dieser Etappe. So, jetzt passiert da vorne schon was ein bisschen. Ja, Pogacar und Tietz Benoot und Mollema und Richie Port sind da als erstes über den Berg drüber gegangen. Pogacar ist jetzt da noch relativ alleine vor dem Feld. Wir können nochmal das blaue Gel verabreichen. Weil es ja jetzt nochmal bergab geht, aber gut. Das ist eine kurze Abfahrt, da werden sie sich wahrscheinlich nicht komplett erholen, denke ich mal. Das Spiel ruckelt jetzt wieder so ein bisschen. Bin ich auch wirklich gespannt, wer diese Etappe gewinnen wird. So, jetzt geht es nämlich los. Oh, und jetzt haben wir hier ein riesen Ruckelfestival. Bin ich wirklich gespannt, wer diese Etappe gewinnen wird. Im Grunde genommen geht es ja einfach darum, wer, der kein reiner Kletterer ist, wird bis zum Schluss vorne mit dabei sein. Weil die ganzen reinen Kletterer sind natürlich nicht die allerendschnellsten Leute. 14,8 Kilometer noch. Es geht jetzt gleich in diesen letzten Anstieg rein. Vincenzo Nibali, das ist so ein Kandidat. Das ist eine Etappe, die könnte ihm wahrscheinlich liegen. Fürs ganz hohe Hochgebirge
ist er jetzt nicht mehr stark genug, um mit den Favoriten am Schluss, bis zum Schluss vorne mit dabei zu sein. Oh, Geraint Thomas greift da an. Okay, spannend. Und Nairo Quintana, da müssen wir da jetzt auch hinterhergehen. Aber so eine Etappe, die könnte ihm wirklich liegen. Eventuell ist das ja was für ihn. Ihr wisst es ja jetzt schon, da ihr diese Folge guckt. Habt ihr es gut? Ich werde natürlich auch tunlichst darauf achten, dass ich, wenn ich in Amsterdam bin, mir keinerlei Sehenswürdigkeiten oder gar Museen oder sowas angucke. Nein, nein, ich werde mich da schön vor den Fernseher setzen oder vor mein Smartphone und Tour de France gucken. Selbstverständlich. Wenn man schon in einer der schönsten Städte Europas ist, dann sollte man auf gar keinen Fall sich die Stadt angucken. Aber das ist wirklich schlimm bei mir, wenn es irgendwelche, wenn es bei der Tour de France ist, das haben auch wirklich, meine Familie ist da leidgeplagt. Vor allem meine Großeltern, die dann immer im Sommerurlaub mit mir waren, am Meer oder sonst wo. Und das war immer ein Riesendrama, vor allem wenn dann so die ganz, ganz großen Bergetappen kamen. So, da müssen wir jetzt, denke ich, hinterhergehen bei diesem Angriff hier. Gerade bei La Alpe d'Huez. La Alpe d'Huez war für mich ganz wichtig. Und wehe, wenn irgendwas an dem Tag geplant war, da hätten meine Großeltern noch das allertollste Ferienprogramm auf die Beine stellen können. Da hätten die mit mir in den Freizeitpark oder sonst wohin gehen können. Ich wäre tief beleidigt und betrübt gewesen, wenn ich an dem Tag nicht das Recht bekommen hätte, mich bei schönstem Wetter mitten am Meer vor den Fernseher in die Ferienwohnung zu setzen und 5 Stunden Leuten dabei zuzugucken, wie sie ein paar Berge hoch und runter fahren. Ich denke, da wird es ein paar von euch ähnlich gehen. Das ist wirklich einfach, ja, das ist das Schicksal eines jeden Radsportfans, dass halt die Tour de France, das wichtigste Event des Jahres, sehr zeitfressend ist. Viele Stunden, die man da vom Fernseher sitzen kann und vor allem natürlich mitten im Sommerurlaub meistens. So, wir sind bei den Favoriten vorne mit dabei. Wir sehen uns auch gleich über den Berg drüber. Und diese Bonussekunden auf, die habe ich richtig abgesehen. Das wäre toll, wenn wir uns die jetzt einfach holen könnten. Würden wir uns, glaube ich, sogar direkt ins gelbe Trikot fahren. So, jetzt kommen da die Angriffe. Mal gucken. Na, da lösen wir uns sogar ganz gut. Ah, Buchmann ist da ein bisschen vorm Feld. Ziehen wir die Attacke dann eventuell direkt durch, weil so richtig folgen sie uns nicht. Geht jetzt nämlich in die Abfahrt rein. Ja. Wenn wir eine gute Abfahrt hinlegen, dann geht vielleicht was. Mal gucken. Ich probiere es auf jeden Fall. Ich bin nicht der Allerbeste im Abfahren, aber die KI ist es zum Glück auch nicht. So, es war vielleicht ein bisschen viel gebremst. Die Kurve sind wir, glaube ich, ganz gut drum herum gekommen. Ah, jetzt war ein bisschen früh gebremst. Na, und dann ein bisschen zu wenig. Oh, die Kurve ist ganz steil. Aber aus der sind wir auch gut rausgekommen. Und es sind 30 Sekunden. Naja. Probieren wir jetzt einfach. Wir probieren unser Glück. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. 33, 34 Sekunden. Das wäre natürlich ein Ding, wenn wir mit Emanuel Buchmann direkt mal eine Etappe gewinnen würden. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die in der Realität tatsächlich eher nicht passieren würde, dass Emu Buchmann tatsächlich mal eine Etappe gewinnt. Es sei denn, ja, er ist tatsächlich nicht so dolle in Form durch seinen Sturz und geht dann mal in eine Ausreißergruppe und fährt sie dann einfach an einem Berg einfach platt mit seinem hohen Tempo. Das kann ich mir noch vorstellen. Ah, die Kurve haben wir nicht gut genommen. So. Ah, 20 Sekunden sind es noch. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Da wird Fuglsang nochmal von hinten kommen jetzt. Aber wir versuchen es. Oh, da habe ich mich ein bisschen von der Streckenführung irritieren lassen. Letzter Kilometer, 18 Sekunden immer noch Vorsprung für Emanuel Buchmann. Ich glaube, das wird der Etappensieg. Ich glaube, da kommt Jakob Fuglsang nicht mehr heran. Also, kleines Meisterstück hier von Emanuel Buchmann. Gewinnen wir also jetzt also in Nizza unsere Rache. Für die Niederlage mit Pascal Ackermann. Da hinten kommt das sprintende restliche Feld ins Ziel. Sehr schön, damit hatte ich ehrlich nicht gerechnet. Denn auf dem Schwierigkeitsgrad ist das Spiel schon ziemlich realistisch. Und eigentlich hätte ich es nicht geschafft, dass es nicht gedacht, dass es möglich ist. Aber an diesem Kategorie 2-Berg, da kam beim Antritt einfach keine Reaktion. Beim Antritt von Emanuel Buchmann kam keine Reaktion. Und dann haben sie uns einfach fahren lassen. Haben sie es so ein bisschen verpennt, die Nachführarbeit. Pascal Ackermann kommt da noch ins Ziel und Peter Sagan jetzt gleich noch. Wahrscheinlich hat er noch ein Wheelie irgendwo gemacht oder ein paar Faxen unterwegs am Berg. Und damit haben wir Emanuel Buchmann direkt mal schön ins gelbe Trikot gefahren. Das ist doch mal ein Auftakt nach Maß hier in diese Tour de France rein. Ach, was wäre das schön, wenn ich den Emanuel Buchmann einmal dann bei der Tour de France oder wenn wir den Emanuel Buchmann einmal im gelben Trikot sehen würden.
Also ich bin nicht, definitiv nicht enttäuscht, wenn Emmanuel Buchmann die Tour de France nicht gewinnt. Aber so ein Top-5-Ergebnis wäre schon cool. Und wenn wir einen Tag mal wieder einen Deutschen im gelben Trikot sehen würden, das wäre was. Ich glaube, das geht jetzt an die Historiker unter euch, der letzte Deutsche im gelben Trikot müsste Marcel Kittel gewesen sein. Und der letzte Deutsche im gelben Trikot nach einer Bergetappe oder beziehungsweise durch eine Bergetappe, wahrscheinlich sogar Linus Gerdemann. Das ist schon deutlich länger her. Naja, jetzt also der Etappensieg mit Emmanuel Buchmann. Sehr schön. Und natürlich auch das gelbe Trikot. Wunderbar. Und dadurch, dass wir auch die Bergwertung gewonnen haben, die Zeitbonifikation gibt, dürfte das jetzt sogar ein ganz netter Vorsprung sein, den wir da insgesamt rausgefahren haben. Vor allem 15 Sekunden haben wir Nairo Quintana und Jakob Fuglsang und Egan Bernal schon abgenommen. Dann kommen dann nochmal insgesamt 18 Sekunden Zeitbonifikation dazu. Und in der Gesamtwertung haben wir da jetzt 27 Sekunden Vorsprung vor Nairo Quintana und Jakob Fuglsang. Das ist nicht schlecht. Und 33 Sekunden vor Egan Bernal. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das darf gerne in dem Stil weitergehen und natürlich gerne auch in der Realität. Und dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder zur dritten Etappe. Und da bin ich dann tatsächlich auch wieder zurück daheim. Und dann können wir auch ein bisschen sozusagen direkt über die dritte Etappe quatschen und so ein bisschen über die Ergebnisse. Da freue ich mich drauf. Dann können wir auch kann ich auch das erste Mal so ein bisschen auf die ersten drei Etappen eingehen, was da so passiert ist. Da freue ich mich drauf. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Hier wird es auch in Zukunft neben Fußball immer Radsport geben. Also der Radsport hat definitiv einen festen Platz auf diesem Kanal. So rum. So, und das sind diese Regenerationsboni, die ich angesprochen habe, die da jetzt reinkommen. Und dadurch hat Emmanuel Buchmann als einziger eine fast volle Ausdauer, beziehungsweise, nee, Peter Sagan sogar mit einer fast vollen Ausdauer. Krass. Na gut, und damit verabschiede ich mich dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao.